So, gegrüßt seid ihr mir und herzlich willkommen zurück zum Cable Space Center. Was ich ja nicht auf dem Plan hatte, wir hatten unser Center ja noch nicht mal abgegradet richtig. Und zwar machen wir hier zum Beispiel dieses Upgrade, dann bekommen wir das Unknown Object Tracking. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Das könnten wir durchaus mal upgraden für eine knappe Mille. Ja, das ist den Runway auch für eine Viertelmillion. Dann haben wir das voll, das ist voll. Das ist auch voll. Und das ist auch voll. Okay, jetzt ist unser Cable Space Center erstmal richtig abgegradet, würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir eine halbe Million. Quatsch, wer rechnen kann, ist ein Vorteil. Wir haben 5 Millionen. Mann, wir sind reiche Schnösel. Reiche Schnösel sind wir. So, an Space Objects und anderen Objects. Macht man nur die beiden. So, wo haben wir die denn? Haben wir... Aha! Hier, Unknown Object. Können wir da ranzoomen? Wie nah können wir ranzoomen? Gar nicht. Lasst mal sehen. Unknown Object, Untracked. Size Class E, Signal Strength. Ein bisschen was. Last seen vor 30 Sekunden. Class E Objects are proper behemoth. No less than 18 meters in radius. They don't just look heavy. They are in fact far more massive than it would seem. Aha. Also etwas mit kleiner als 18 Metern Durchmesser. Aber sehr schwer. Würde ich mal sagen. Kriegen wir irgendwas dafür, wenn wir die aufpicken? Ich weiß nicht, hab das noch nie gemacht. Gibt's jetzt, haben wir vielleicht eine Mission? Kriegen wir anderen Object irgendwas, Mopsing? Orbit Wahl, Plant Flag on Dres. Recover Unit sowieso von der Orbit of Minmus. Explore Moho. Temperature Scans of Ike. Na, das machen wir nicht. Ferry 4 Tourists safely to their destination. Der will nach Pol. Ja, ganz klar. Nicht schon wieder. Gravity Scans of Light. Position set in specific orbit around Bob. Nö. Surface of Gilly. Nö. Okay, wir kriegen offen. Ah! Bring a new... Da haben wir's. Bring newly discovered Class D Asteroid into an orbit around ELO. Was? Are you fucking serious? Wir sollen ein Asteroiden in den Orbit zu ELO bringen. Okay. So. Na, das wird... Das... Verfällt in 4 Tagen. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es bringt 3 Millionen, aber Orbit um ILO ist allein schon schwer zu erreichen. Mit einem Orbit, mit einem Asteroiden auch noch. Buh, na da weiß ich ja. Was ist mit der Kamera hier passiert? Na, das weiß ich ja nicht. Ein Class D Asteroid sagt mir halt jetzt spontan erstmal nichts. Sind die groß? Sind die schwer? Sind die. Moment, hier haben wir einen Class C Asteroid. Hier haben wir Class E. Class C Objects are about average size, around 7 bis 10 Meter range in radius. These are certainly not the largest objects out there. They are fairly massive nonetheless. Jo, das sind unsere Auswahl. Class C und Klasse. Oh, da haben wir noch einen. Klasse. Noch ein Klasse E. Die werden ja immer mehr. Aber deren Umlaufbahnen sehen wir nicht, oder? Nee. Die sind irgendwie fest oder so. Keine Ahnung. Gut. Würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal so einen Asteroiden. Okay. Asteroidenschnappung. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Raumschiff, würde ich sagen. Welches können wir nehmen? Nehmen wir mal... Wir brauchen was Effektives, würde ich sagen. Whale Class. Sollen wir die Whale Class nehmen? Falls ihr euch erinnert, damit haben wir den. Haben wir die Dame heimgebracht. Mein Namensgedächtnis ist furchtbar, entschuldigt. Aber ihr erinnert euch dran. Das gab ein bisschen Probleme mit dem Spiel, das hat sich etwas aufgehängt. Das könnten wir auch machen, aber ich befürchte, der Asteroid wird da nicht reinpassen. Okay, was haben wir noch? Die Aurora-Klasse? Die ist die Aurora.
Den Tanker. Duna Outpost. Wobei, Duna Outpost könnten wir vielleicht benutzen. Der hat es bis Duna geschafft. Da werden wir ja wohl einen Asteroiden damit catchen können. Der hat da oben dieses Ding dran. Wenn wir dieses... Das können wir wegschmeißen. Wenn wir das ein bisschen effektiver gestalten, ist das sicher machbar. Ich meine, wir brauchen die ganzen Science-Cans und alles ja erstmal nicht. So. Und das, die Dinger sollten vielleicht auch nicht per Separator angedockt werden. By the way. So. Weg damit. So. Sieht doch schon mal besser aus. Gut. Ob wir wirklich die Lander-Can da drauf haben wollen, ist mal die nächste Frage. Vielleicht wollen wir lieber die Copula. Habe ich sie jetzt erwischt? Nö. So. Okay. Schon besser. Die Copula hat wie viele Personen? Eine, oder? Reicht uns eine Person? Ich würde eher sagen, nö, ne? Wobei, wir brauchen, was brauchen wir? Einen Ingenieur vielleicht. Mal gucken. Okay, nehmen wir einen Grabber, der kommt da oben drauf. So. Nase voran. Okay, dann brauchen wir natürlich ein paar Engines. Natürlich nehmen wir die Tom-Engines, weil... Natürlich. Warum denn auch nicht? So, dafür brauchen wir ein paar Struts. So. Wie viel nehmen wir? Zwei. Zwei werden reichen, wir müssen die ja nicht allzu weit fliegen. So. Jo, das sieht gut aus. So, ich spare mir zusätzliche Tanks einfach mal. Hervorragend. So, Atom-Engines, wo seid ihr? Atom-Engines kosten 10.000 das Stück. Reno kostet 20.000. Sollen wir wirklich die Atom-Engines nehmen? Ich meine, wir könnten ja auch Terrier-Engines nehmen. Die sind klein und süß. Ja, Wirkungsgrad ist halt ein bisschen im Keller, ne? Wobei, die haben 340 Wirkungsgrad. Also, ISP meine ich. Die Reno hat nur 340. Die Terriers haben 345. Könnt auch die Pudel nehmen, die hat 350. Soll ich die Pudel nehmen? So vielleicht? Sieht ein bisschen strange aus, oder? Sieht strange aus und wiegt einiges. Na gut, schiebt aber immerhin halt deutlich besser an, ne? Die schiebt viermal so dolle an wie die Pudel. Wiegt und wiegt nur das, nicht einmal ganz das Vierfache. Dann nehmen wir zwei Terrier-Engines. Zwei Terrier ich schon. Zwei Pudels. Nehmen zwei Pudel-Engines. Sieht etwas strange aus, würde ich sagen, aber... Ich meine, wir können ja den Offset von diesen Teilen hier ein bisschen anpassen. So. In etwa. So. Sieht nicht mal so schlecht aus. Das Ding grabben wir mit dem Grabber. Dann können wir das Ganze ein bisschen verstrutten. So. Und... Wir brauchen keine zwei davon. Wir brauchen keine zwei davon. Das machen wir anders. Aufgepasst. Das machen wir anders. Wir nehmen die untere Stage jetzt erstmal weg. So. Und das Design kommt da auch weg. Das ist ein bisschen Banane. Was wir brauchen ist... Das, ja, das kommt auch weg. Wir brauchen... So. Und so. Das reicht. Wir brauchen Fallschirme. Das ganze Ding soll nämlich bitte nach Hause kommen. Da. Standardfallschirme. Davon drei Stück. So. Jupp. Reichen drei. Radial Mount Drag Shoots. Nehmen wir auch mal davon noch. Vorsichtshalber. Wow, das wird interessant werden. Die müssen wir vielleicht ein bisschen drehen. So, Fallschirme! Okay. Gut, haben wir schon mal Fallschirme verbaut. Landefüße wären sicher nicht schlecht. So. Das ganze Ding soll nämlich landen. Wie groß sind die, wenn die ausfahren?
Wird eng, oder? Die Pudel ist ja jetzt nicht unbedingt die kleinste Engine. So, das wird schon taugen. Okidoki. So. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Wir brauchen nämlich Licht. So, bitte einmal Licht. Gehen wir einen Asteroiden fangen. Das klingt lustig. So, Licht zum Zielen. Okay. Licht zum Landen, just in case. So. Okidoki. Das sieht gut aus. Gut. So, was wir noch brauchen. Wir nehmen eine kleine Service Bay. Wo sind die Service Bays? Die Service Bays sind da. Eine kleine. So, die reicht völlig. In die kleine passt nämlich rein. Falls uns unser Pilot abhanden kommt. Oh, wir könnten diese Probe hier nehmen. Hm. Ist die besser als die kleine? 0,04, 0,07. Die ist besser. Wir nehmen die kleine hier. Die ist teuer. Die kostet 3 und die Probe dahin kostet 360. Und diese kleine hier kostet 1400. Ist das dafür, dass sie ein Tick kleiner ist? Sag mal. Ich hab's ja wohl, oder was? Da, nimm die kleine. Problem erledigt. Günstig. Kostet das Vierfache. Puh. Genau, ohne mich. Seismometer. Da. Barometer. Da. Geh mal ein bisschen mehr mittig. Müssen wir schon trennen. So. Macht nichts, wenn es ein bisschen schief ist. Was wir noch brauchen ist Graviometer. Ich denke ja immer an Ravioli, wenn ich den sehe. Ich weiß auch nicht warum. Und ein Thermometer. So. Und eine Antenne. Okay. Ups. So, Antenne. Sollen wir einen Scanner? Scanning-Modul mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Hier. When used while landed on a planet or a moon, the sample data gathered can be used to increase the accuracy of orbital survey scanner. Aha. Na, okay. Bin ja nicht großartig begeistert gerade. Wir brauchen erstmal ein paar Batterien. So, zwei von den großen Batterien hier werden es tun. So, sieht doch solide aus. Zwei große Batterien, bisschen Scanner links und rechts. Hervorragend. So, was brauchen wir noch? Das sieht gut aus. Wir haben unser ganzes Forschungszeug. Asteroid Catcher oder sowas? Asteroid. Klasse. So. Safe. Solarpaneele brauchen wir. Und zwar brauchen wir welche, die sich einklappen lassen. Ja, die, so viel mehr kosten die nicht. Können wir ruhig nehmen. So, haben wir zwei davon. Sehr gut. Die können wir gleich mal auf eine Action Group setzen. Und zwar auf 10. So. Und auf 9 machen wir mal folgendes. Setzen wir die ganzen Dinge hier. Log Seismic Data. Log Pressure Data. Log Temperature und Log Gravity Data sind alle auf 9. Können wir mal markieren. 9. Do Science. 0 Panels. So, das ist uns merken für später. Gut, was wir noch brauchen, ist nämlich ein bisschen Sprit. So, Spritti. Dafür nehmen wir einmal. Wir sind schon bei 109.000. Teure Sache. Doch, Structural war schon richtig. Das hier, den Radial Decoupler. Ist groß. Was soll's. Soll er doch groß sein. Davon nehmen wir 4. So, und da kommt seitlich ein bisschen Saft rein. So. Na? Also wenn wir damit nicht weit kommen, dann weiß ich auch nicht.
So, okay, bitte. Du darüber. Und du da rein. Du darüber. Und du da rein. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel, was wir da verbauen. So weit kommen wir gar nicht. So weit müssen wir gar nicht fliegen damit. So, okay. Du. So. Du. So. Ich hoffe, der Grabber hat keinen allzu übertriebenen... Hä? Warum ist hier denn... Oh, da war gar kein Oxidizer drin. Ich hoffe, der Grabber hat keinen allzu großen Windwiderstand. Hoffe ich mal. So, wir brauchen nämlich jetzt noch ein paar Nasen. Die kosten... was kosten die? 300, 320 kosten die Teile und die blauen kosten... Ja, 240, das nimmt sich nicht viel. So. Moment, haben wir nicht einen... Wir haben doch einen Fuel Tank, der da auch noch ein bisschen drauf passt, oder? Eben, der macht uns gleich noch ein bisschen... Noch ein bisschen Fuel da rein. Was kostet denn der? 320 für 80 Liter. Der hat nur Liquid Fuel drin. Sieht hübsch aus, aber nur mit Liquid Fuel kann ich ihn nicht gebrauchen. Ach, verdammt. Okay. Dann nehmen wir halt die Spitzen hier, was soll's. So. Okay. Gut. Ich spreng mir dann alle ab. Moment. Ach so, dann das, ja. Dann zündet das. Und dann müssen wir die kurz trennen. Und zwar so. Erst. Moment, erstmal gucken. Erst. Nein, falsch rum. Zuerst die beiden, dann die beiden. Alles klar. Alles klärchen. Ich bin ein bisschen unsicher, ob ich genug Fallschirme an Bord habe, ehrlich gesagt. Bisschen unsicher. Nur drei Fallschirme. Ich fühle mich wohler mit vier. Ich meine, was soll der Geiz? Ist doch nicht so wichtig. Ein Fallschirm mehr oder weniger. So. Solarpaneele sind an Bord. Gut. Dann würde ich sagen... Achso, Action Groups. Eins ist die hier. Toggle Engine. Zwei. Release Grabble. Decouple Node. Toggle Arming. Okay. So. Ich versuche das durchzusetzen, dass ich immer irgendwie das immer das gleiche habe auf die gleichen Hotkeys. So. Engine. So rum. Zwei. Grabber. Okay. Android. Asteroid Class. Wer fliegt? Wer hat Bock? Jebediah! Hando. Hando, das ist was für dich, würde ich sagen. Oder Dunul. Dunul fliegt. Unser 3-Sterne-Pilot. Hoffen wir mal. Safe. So. Sind die alle gut verstrattet? So lala. So, jetzt sieht's besser aus. So, von denen könnten wir auch noch. So. Okay. Das sieht gut aus. Eigentlich wird es nicht schaden, wenn wir noch ein bisschen Fuel Tanks hätten für die erste Stage, für die da. So. Das bisschen extra Fuel. So. Alright. Kostet 100 schlappe 117.000, wollte ich sagen. Ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. So. Okay. Vielleicht ein paar Nasen. So, du Nase. So. Okay. Safe und launch. Würde ich sagen, gehen wir zum Asteroiden schnappen. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß noch.